Herzen voller Hohn, o Haupt und Spott gebunden, mit einer Dornenkron, o Haupt sonst schön gekrönet, mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber frech verhöhnet, gegrüßet seist du mir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns auf unserem Lebensweg führt, er sei mit euch. Liebe Gläubige, auf unserem Weg auf Ostern hin gedenken wir des Weges, den das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist mit Mose. Doch es hat immer wieder den Mut verloren. Mose tritt für das Volk ein. Herr Jesus, für dich legt der Vater im Himmel Zeugnis ab. Herr, erbarme dich unser. Du trittst beim Vater für uns ein. Christus, erbarme dich unser. Aus deinem Mund spricht der himmlische Vater zu uns. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach, er führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gütiger Gott, heilige uns in dieser Zeit der Buße, gib uns Kraft zu guten Werken und Ausdauer in der Beobachtung deiner Gebote, damit wir fähig werden, das Osterfest mit reinem Herzen zu feiern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten heraufgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie heraufgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinen glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinen eigenen Namen zugesichert und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen,
wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Unsere Väter machen am Horeb ein Kalb und warfen sich vor dem Gussbild nieder. Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie ein gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der einst in Ägypten Großes vollbrachte. Wunder im Lande Hams, furchterregende Taten am Schilfmeer. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Da fasste er einen Plan, und er hätte sie vernichtet, wäre nicht Mose, sein Erwählter, für sie in die Bresche gesprungen, sodass Gott sie im Zorn nicht vertilgte. Sie verschmähten das köstliche Land. Sie glaubten seinen Verheißungen nicht. Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem Volk. Schone, o Herr, schone deines Volkes, dass du erlöst hast zu deinem kostbaren Blute. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt. Und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir aufgetragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen,
wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gläubige, jetzt haben wir heute den zweiten Teil gehört dieser ersten Offenbarungsrede und Verteidigungsrede Jesu. Ich habe euch schon vorgewarnt die letzten Tage, oder besser gesagt, euch schon Geschmack gemacht, dass jetzt die großen Johannesevangelien kommen, die aufs Erste sehr kompliziert sind, dass man am Schluss gar nicht mehr weiß, was gerade verkündet wurde. Aber aufs Zweite, wenn man sich Zeit nimmt, so wie wir es heute vor einem Jahr getan haben, wenn wir uns Zeit nehmen, werden diese Worte unglaublich lebendig und nahrhaft. Also ich bitte euch sehr, die nächsten Tage jedes Mal schon zu warten, welche Offenbarung des Johannes wird uns heute ins Herz gelegt. Nun gestern, der erste Teil, wo Jesus seinen besonderen Anspruch, dass er eine besondere Beziehung mit Gott hat, erklärt. Er offenbart sich als der ewige Sohn Gottes, der tut, was er vom Vater hört und sieht. Also er vollbringt die Taten Gottes, er hat gerade den Gelähmten geheilt nach 38 Jahren Krankheit. Dass er das tut und dass von ihm das Gericht übergeben wurde von Gott Vater, dem Sohn, weil er der Sohn als Mensch vorlebt, wie wir Menschen mit Gott leben können, auch in der gefallenen Welt. Und dass wir es an ihm lernen können, haben wir am Sonntag gehört, dann werden wir nicht gerichtet, wenn wir ihm uns im Glauben anvertrauen. Also worum es immer geht im Johannesevangelium ist, vertrauen wir, glauben wir, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und genau da ist heute der zweite Teil dieser Rede noch gewesen, wo er dann jetzt aufzählt, was sind denn die Zeugen dafür, dass sein Anspruch stimmt, dass er der ewige Sohn Gottes ist. Es war wichtig, dass er sich da verteidigt, denn die Juden wollen ihn schon beiseite schaffen. Sie haben schon beschlossen, ihn zu töten, wenn er sich da jetzt so in den Vordergrund stellt. Die vier Zeugen helfen auch uns. Als erstes sagt er, Johannes der Täufer hat es schon euch vorbereitet, dass der Stärkere kommt, den er nicht wert ist, die Schuhe aufzuschnüren, weil er eben Gott ist. Dann die Werke Jesu sind die Zeugen. Wer hat denn schon einmal einen Mann einfach mit einem Satz wieder gehend gemacht, der 38 Jahre lahm war? Die Werke Jesu bekräftigen uns, dass in ihm Gott selbst am Werk ist, dass er der Sohn Gottes ist. Als Drittes zählt Jesus auf, die Stimme Gottes hat ihn bezeugt. Wir kennen diese Stellen schon bei der Taufe und noch einmal bei der Verklärung am Berg, haben wir vor kurzem gehört. Also Gott hat ihn immer wieder bestätigt, auch als den gesandten Sohn. Und als Letztes sagt er noch, ihr könnt ja auch in den Büchern Mose nachforschen. Die schreiben auch schon über mich, über den verheißenen Messias, den Retter der Menschheit. Ihr werdet bemerken, dass alle diese Stellen auf mich zutreffen. Also ihr merkt schon, wir Christen brauchen nicht blind glauben. Wir brauchen nur mit Verstand hören und dann können wir glauben. Das ist das erste Wort, das wir uns heute mitnehmen wollen. Wir wollen den Zeugen glauben, die Jesus als den ewigen, menschgewordenen Sohn Gottes und Weltenrichter bestätigen. Und der zweite Gedanke von heute ist aus der Lesung.
wo Mose eintritt für das Volk Gottes, das sich wieder einmal abwendet von den Geboten Gottes und sich den Götzen zuwendet, um das goldene Kalb herumtanzt. Wir wollen wie Mose den für die uns Anvertrauten im Gebet einstehen. So ein wunderbares Gebet hat heute gesprochen. Für die uns Anvertrauten, für unsere Familie, für unsere Gemeinde. Wir sind ja gerade dabei in unserer Glaubenswachstumsphase, Beter zu finden, die Gott bestürmen, dass die Menschen sich in Scharen Gott öffnen. Einstehen für die uns Anvertrauten. Auch wenn sie es momentan noch verschmähen, auch wenn sie sich den falschen Götzen zugewandt haben und das gelobte Land, das Leben mit Gott in Fülle noch verschmähen, seinen Verheißungen nicht glauben. Ihr merkt, es geht zur Sache. Die heiligen 40 Tage sind ja nicht einfach nur, weil sie immer sind, sondern weil sie uns Jahr für Jahr ein Stückchen mehr zu Jüngern Jesu machen wollen. Amen. Mose trat für Gottes Volk ein und erinnerte an das Wort Gottes. So wollen auch wir Gott bitten. Hilf deinem Volk zu Umkehr und Besserung des Lebens. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schaffe unter den Völkern den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Christus, erhöre uns. Schenke den Gemeinden eifrige Priester, unermüdliche Seelsorger. Christus, erhöre uns. Hilf uns, in der Heiligen Schrift Gottes Wort zu vernehmen. Christus, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Familie Wittibschlager für beiderseits verstorbene Eltern. Christus, erhöre uns. Denn in dir, o Gott, ist Liebe und Leben. Dir danken wir durch Christus, deinen menschgewordenen Sohn, unserem Bruder und Herrn. Amen. Amen. Du edles Angesichte, vor dem sonst alle Welt erzittert im Gerichte. Wie bist du so entstellt? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst ein Licht nicht gleichet, so schändlich zugerichtet. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, hab Erbarmen mit all unserer Gebrechlichkeit. Nimm unsere Gaben gütig an. Das heilige Opfer deines Sohnes reinige uns von allem Bösen und festige uns in allem Guten. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Und das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deinen Namen zu rühmen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns in deinem Sohn die Reinheit des Herzens. So gibst du deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken,
durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Erlösungsleiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre,
jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Böse. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht ihn am Kreuz erhöhten, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die den Sohn Gottes erkennen und ihm Glauben schenken. Der Leib Christi, erschenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben.
Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares ganz zugegen bist. Ich liebe dich und meine Seele sehnt sich nach dir. Wenn ich dich jetzt im heiligen Sakrament nicht empfangen konnte, so komme geistigerweise zu mir. Bleibe bei mir, vereinige dich mit mir. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht, ist hin und ganz vergangen. Des blassen Todes Macht hat alles hingenommen. Hat alles hingerafft, und so bist du gekommen von deines Leibes Kraft. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns jetzt mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes gestärkt. Tilge alle Sünden, die unser Gewissen belasten, damit wir die Fülle deines Heiles erlangen. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch für euer Mitfeiern der Heiligen Messe. Wir durften dem Heiland begegnen. Er hat nicht nur Kranke geheilt, er heilt unsere Seele. Zeugen dafür wurden heute aufgeführt. Lasst uns für die uns Anvertrauten eintreten, indem wir ihnen lehren, welche Zeugen es für ihn, den Heiland, gibt. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Anvertrauten, alle, denen ihr begegnet, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Nehmt mir jetzt unsere Erstkommunionkinder noch mit ins Gebet, die heute die Erstbeichte empfangen dürfen. Geht hin in Frieden.